selbstverständlich. Heimspiel. Ich hoffe, es kommen so viele Zuschauer wie möglich und unterstützen uns bei unserem Vorhaben, das Spiel zu gewinnen. Und da hat man einfach riesen Lust dafür. Wir sind gut drauf, weil wir in Düsseldorf alles versucht haben, das Spiel zu gewinnen. Und wir hatten das Spiel in der Hand und mit ein bisschen Pech haben wir leider 2 Punkte verloren. Allerdings die Art und Weise, die konnte sich sehen lassen und so wollen wir auch weitermachen. Ja, die Heidenheimer spielen relativ kompakt und dadurch, dass viele Spieler von ihnen über Jahre hinweg zusammenspielen, merkt man einfach, was für eine Einheit Heidenheim darstellt. Da müssen wir natürlich Geduld aufbringen und Konzentration. Denn viele Chancen wird natürlich schwer, sich zu erspielen. Allerdings sind wir so stark, dass wir die Chancen, die wir kriegen, auch nutzen werden. Ja, natürlich die Art und Weise, wie wir in Düsseldorf aufgetreten sind, das ist unser Masterplan. So wollen wir natürlich weitermachen. Und da hat man schon gesehen, dass wir uns einige Chancen erspielen konnten und leider nicht nutzen konnten. Und das ist halt das einzige Manko, was gegen Düsseldorf war. Das wollen wir gegen Heidenheim natürlich besser machen. Ich höre einfach ein bisschen House Music und kein besonderes Lied dafür. Heimsieg. Also Spiele sind schwer zu tippen. Man hat in Düsseldorf gesehen, dass immer in Führung und aus dem Nichts ist 2-2 kassiert. Und, das war halt schade und deswegen kann man Spiele schwer tippen. Ich tippe auf einen Heimsieg an.